Hallo YouTube, hallo Richie, da sind wir wieder. Hallo Sarah, hallo Welt. Ja, wir sind ja auf dem Ausguck, auf dem östlichen, glaube ich. Genießen die Aussicht. Nachdem wir im letzten paar Mal gestorben sind. Im Gebirge. Ja. So, und wir machen uns weiter. Entschuldigung, nach Morgentau. Auf den Weg nach Morgantown. Ganz genau. Morgantown erwartet uns. Das heißt, Al erwartet uns, oder? Ja, die Uni erwartet uns. Das Rätsel erwartet uns. Das Rätsel sieht man noch rechts oben in der Ecke. Ja, ich folge dir. An unserer Uni steht ein Junge, grau und alt. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Hinter der Ecke schau die Straße dir an. Links findest du den Ort unseres Treffens. So dann. Wenn du dich dort verzieren lässt, hält es ein Leben. Wenn du die Hintertür findest, bekommst du einen Drink. Das war ein seltsames Rätsel. Seltsam geschrieben hier, oder? Hast du übersehen? Hier gibt's Eisen zu holen. Eisenader ist dort. Ich bin überladen, Richie. Ja, also ein grauer Junge. Ich denke mal, das ist das hier, das Männchen. Die Sta eine Statue, ein Männchen. Hinter der rechten Ecke die Straße, die an links findest du den Ort unseres Treffens so dann. Und wenn man sich verzieren lässt, also ich denke mal, Tattoo-Laden, gibt es sowas im Fallout? Ist mir noch nie aufgefallen. Aber kann ja sein, oder? Oh. Sag nicht sowas. Doch. Supermutanten. Stufe 10. Wie du mich verletzt hast. Das weiß ich nicht. Wo bist denn du? Das ist Sarah. Warte, mich verfolgt gerade ein Supermutant. Ja, jetzt nicht mehr, er hat sich selber erledigt. Okay, gib mir alles, was du hast. Baublam, mir Splitter, Granate, Kronkorken. Mach dir alles, alles, alles. Komm, Björn. Ja, hier waren wir schon. Vorsicht, irgendwo muss noch einer sein. Ein Supermutant. Okay, Vorsicht geboten. Oder kommen Wölfe oder was? Vorsicht, Supermutant. Warte, ich habe eine blöde Waffe. Warte, Junge, warte. Nein. Lad schneller nach. Noch ein Schuss. Das war's. Oh, super, danke. Ich habe schon wieder das Weiße gesehen, das Licht. Ach, jetzt nehme ich eine Oberschenkel mit. Ja, toll. So, was gibt's denn hier Schönes? Kaffeetasse, Berghonig. Schraubenzieher. Plasmakartusche. Lötlampe, Klebeband. Was ist das? Halozygen-Gaskanister. Ah, okay. Kann man gleich schon wieder hier kochen, wenn es so weitergeht. Was haben wir hier noch? Für Teile. Tragbar Steiftop. Treibstofftank, wenn du willst, kannst du den nehmen. Hier ist nochmal oh, eine Kakerlake. Mensch, erschreck mich doch nicht so. Ich hab geschossen. Ich auch. Daneben. Ich auch. Der Hass ist jetzt gegeben. Ja, die weiß Bescheid. Ich glaube, die 10 Millimeter ist ganz gut gegen die. Aha. Was für Munition hättest du denn gerne? Ach, ich bin voll mit Munition, ganz ehrlich. Oho, aha, uhu. Was machst du denn da? Schloss auf.
Ich verwerte mal irgendwas. Richtig, oh gut. Ja, hier können wir verwerten. Bei den Supermutanten. Verwerten, alles an Schrott. Du auch? Ach was, das ist gar nicht charaktergebunden. Ich dachte, diese Challenges wären charaktergebunden. Sind sie gar nicht. Was können wir denn aus dem Halluzigen-Gaskanister machen? Weil das wird gar nicht unter Schrott zerstört. Stresstrauma habe ich. Weißt du nicht, oder? Nee. Okay, gesamten Schrott einmal, danke. Waffenfabrik. Oh, Waffenwerkbank. Sehr gut. Kann ich meine Waffen vielleicht verbessern? Kettensäge. Geburtsschwert. Kurz Pumpgun. Sturmgewehr. Kann ich da noch was machen? Nee. Stummellauf, solider Stummellauf. Okay. Solider Kolben. Reflexvisier, kurz Reichweiten Zielfernrohr, Reflexvisier. Ach. Nee. So, was haben wir noch hier? Tasche irgendwo. Ach, die sind nicht so wichtig. Abgestimmt. Kalibrierter Verschluss. Limiter. Standard. Aluminium, okay. Aluminium, so, so. Oh, möchtest du eine Mini-Atombombe haben? Nee, danke. Die wiegt schön was. Mm-mm. Ach, ich habe hier eine abgestürzte Raumstation gefunden. Sugar Grove, Westech Forschungszentrum. Und Hunter's Will. Außerdem gibt's noch Flatwoods auf der Karte. Und da ist noch was. Point Pleasant. Warum? Warum kann ich nichts sehen? Die Ach, ich muss die Nippelken. Okay, Raumstation. Richtig, richtig, richtig. Westech Forschungszentrum. Und Hunter's Will. Hast du alles gefunden auf der Karte? Ja. Was sind das hier für Geräte? Ich weiß es nicht. Stromdinger, irgendwas. Da kann man nichts mit anfangen. Wäre auch ein nettes Örtchen. Ach, benötigte Waffendings. Ich brauche Waffenschmied Rang 2. Warum? Ich habe doch das andere Gewehr auch gebaut, oder nicht? Ja klar, habe ich das andere Gewehr auch gebaut. Och Menno. Ja dann. Bist soweit? Ja. Das waren ja wohl Leute früher mal von Halluzigen, oder? Scheint so. Ja. Mit Karte liegen noch einige im Bett, ja. Geht's weiter? Ja. Vorsicht vor den roten Erbsen, die explodieren. Aber die kann man sammeln, wenn man schnell ist. Aha. Okay, ich halte mich fern. Rote Beeren, die explodieren. Ja, ich glaube, dann wird man verstrahlt oder sowas.
Du hast schon Level Up? Ich habe ein Level Up gerade gehabt, ja. Ich bin eben ein bisschen später dran als wie du mit Level Up, ja. Ich hätte ganz gerne Waffenschmied genommen, aber wir machen das zusammen demnächst. Ja. Hoffentlich denke ich dann dran, dass ich Waffenschmied nehmen wollte. Und gibt es hier was? Oh, die haben aber bestimmt viele Fernsehkanäle hier. Bei den großen Schüsseln. Ja. Gibt's nichts? Nee. Wo kommen wir denn da hin? Und wieder lassen wir uns ablenken. Halbwegs, das ist auf dem Weg. Ah ja, wenn wir die Straße in die andere Richtung folgen, kommen wir nach Huntersville. Bist du wieder leichter? Nein, ich bin immer noch überladen. Deswegen ab und zu komme ich mal so angeschlichen. So, National Isolated Radio Area. So große Dinger für Radio, nur für Radio? Ach, so eine Verschwendung. Oder? Ach, da schießt schon wieder jemand. Moment. Ja, hier ist aber nichts Gefährliches, glaube ich. Ich war hier noch nie. Wer hat das gesagt? Was ist das? Da schießt wer? Warte, ich muss erst mal gucken, was für Waffen. Okay. Komm, wir schleichen uns vorbei. Wir sind sowieso viel zu niedrig gelevelt für solche. Oh nein, Vorsicht ist geboten. Wo bist denn du? Hinter dir. Einfach schleichen. Okay. Das schaffen wir. Vorsicht. Gegen wen kämpfen die? Denn hast du da irgendwas gesehen? Ich habe mich drauf geachtet. Die kämpfen oft auch gegen Verbrannte und andere Kreaturen. Da oben ist einer mit Helm. Weg, weg, weg. Andere Richtung. Rechts. Da, ja, genau. Was sind das denn? Supermutanten. Oh, ich glaube, da. Oh, der hat mich schon entdeckt. Mist. Ja, dann. Da! Das war so ein Spiel. Oh je. Ich komme angeschlichen. Den habe ich erwischt. Ich wollte gerade sagen, doch, hier ist ein Tor. Ah, nee. Gut. Nimm das Tor. Durch das Tor. Geht nicht auf. Mach das Tor auf. Das Tor geht nicht auf. Warum geht das Tor nicht auf? Ich habe da drüben auch keinen Durchgang gesehen. Jetzt kommen wir nie wieder hier raus. Dann gehen wir eben ganz außen rum. Da ist ein Weg. Ich folge dir. Ja, das passt mit dem Weg. Hier ist auch eine Tür. Vorsicht, da oben steht ein Supermutant. Oh, ich bin sowieso am Schleichen wieder. Wow. Ich sehe keine Tür. Ich habe ihn erwischt. Unten, dem Weg lang. Warte, dann gucke genau ich mal. Genau da. Du hast erwischt, ich gucke. Okay. Bombenkoppen, 308er, ein Jagdgewehr und Schießpulver. Gruselige. Und ein Terminal ist hier. Gruselige Geräusche hier. Aber was haben wir gesagt, Richie? Wir wollten uns nicht ablenken, ich komme. Ja, da können wir Sightseeing, können wir nachher doch machen. Wir haben ja eine Aufgabe. Eben. Gruselig, sagst du. Ja, wobei, wir können ja so ein bisschen gucken. Ich gucke ja auch immer ganz gerne. Aber den Ort hier, den kannte ich auch noch nicht. Vorsicht, Bären. Knallbären. Und der Weg ist zu Ende, oder? Geht's hier noch weiter? Nee, hier geht's noch weiter. Ah, natürlich. Da kommen wir doch hoch. Alles gut. Okay. Ich muss es wieder schleichen. Ich gehe komisch. Jetzt geht's wieder. Ja, in diese Richtung müssen wir.
Komme, ich folge deinem Namen. Oh. Oh, ich schleiche wieder. Eine mysteriöse Hütte, was da wohl drin ist? Hey, Moment! Die Mission der Aufseherin haben wir begonnen. Das ist aber nicht richtig, das ist nicht unsere Mission. Auch wenn das hier so angezeigt wird, das wollten wir gar nicht machen. Wie bist du da reingekommen? Ich bin hier an der Seite, kann man rein. Nee, geht dann einfach nicht rein. Gehen wir weiter. Okay. Warte, Blutblatt. Ja. Ah, ja. Ich hab's. Hast du bekommen? Hat sich so angehört, als hättest du bekommen. Oh, ein Jetski hier. Jetski fahren. Und wir dürfen nicht. Alas, Far Cry. Was hat Puff gemacht? Ach, der hat Puff gemacht. Ja, die puffen. Die zerpuffen hier manchmal. Ihre Seele lässt sich. Ja. Warum laufe ich wieder ins Wasser? Schleich. Ich komme. Schleich. Ist was Gefährliches? Moment mal, ich mache mir eben die. Die Stelle das Top of the World Funksignal ein. Sonstiges, wieso das denn? Ah, das ist schon wieder eine Nebenmission. Abgestürzt auf die Mission der Aufseherin machen wir nicht so. Abgestürzt auf Nukerschein. Die Mission, die muss jetzt sein. Die Mission machen wir auch nicht. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und da kommen wir irgendwann mal an. Jo. Also, auf jeden Fall kommt Richie an, ob ich ankomme. Aber ja, jetzt geht's im Moment und dann. Ich habe auch mal so Knallerbsen genommen, Knalltomaten da. Ja, die muss man nur schnell pflücken und dann wird man auch nicht davon angegriffen. Was kann man mit denen Schönes machen, Richie? Uff, ich habe keine Ahnung. Wegwerfen, verkaufen, wegwerfen vor allem. Ach, dann sammle ich doch noch die Karottenblümchen. Kann man wenigstens irgendwie einen Tee oder irgendwas von machen. Okay. Brombeeren. Richie übersieht alle Pflanzen. Brombeeren. Oh, Brombeeren. Ja, habe ich nicht. Ja, ich habe schon ganz viele gesammelt unterwegs. Was ist das nur fahren? Okay. Aber ich könnte mal was trinken oder so. Astern habe ich gesammelt schon. Brombeerensaft. Köstlich. Rote Knallerbsen. Ja. Weiter. Ja, ich folge dir. Naja, ist nicht immer gut, mir zu folgen. Blümchen. Ja, du hangst da gerade, aber okay, weiter. Wir kommen irgendwie, laufen auch auf eine Siedlung zu. Ja, ich hoffe auf das Ding damit. Oh! Was ist oh, das? Das Ding mit Oh! Wodka! Ich hoffe auf das Ding mit der Bahnstation. Da können wir ein bisschen Handel betreiben, vielleicht. Oh, ja, wäre schön. Oh, Knallerbsen. Ich komme ganz langsam. Ich komme. Da bin ich. Aber ich sammle die Blümchen ein und bin wieder voll. Mhm. Langsam. Ab durchs Gebüsch. Egal, wo es uns hinführt. Ah, ein See. Da Piranhas sind. Ja, Vorsicht vor den Sees, die sind verstrahlt.
Man weiß. Ja, aber guck mal da, was ist das denn da? Da ist doch bestimmt was zum Handeln. Ja, da ist ein Bahnhof, Richie. Bahnhof. Oh Da gut. oben, oder? Das rote da, ist das nicht ein Zug? Ich ja, ja, Sind wir nicht ja. schon fast im Morgentown oder so? Oh, noch Kommt mir ein lange bisschen be nicht. kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich Gut. glaube, das hier ist nicht mal White Spring, oder? Werden wir gleich sehen, wenn wir am Bahnhof sind. Bist du etwa schon irgendwie darauf gekommen? Worauf? Auf die Straße? Kannst du den? Nee, wo? Ah, hier. Ah. Oh, Hirsche. Hm, Red Hirsche. Geh den ja aus dem Weg. Die machen nichts, sie sind ganz brav. Oder doch nicht, nein! Die sind doch nicht brav. Vorsicht vor den Red Hirschen. Ja, der verfolgt dich jetzt. Ist da noch hinter mir her? Ich treffe den nicht mal, wenn ich das blöd. Wow! Aua! Der will sein Junges nur verteidigen. Ja. Bahnhof erreicht. Station Pleasant Valley ist das hier. Sehr schön, kann ich Sachen verkaufen. Da ist auch meistens eine blaue Kiste, oder? Ja. Bitte beachten. Oh, Möchte gern ich lang komme Finger langsam. werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Ja. Ich bin da. Brombeer. Brombeer. Mitnehmen. Brombeeren kann man verkaufen. So, was gibt's hier im Mülleimer? Nichts. Jetzt verfügbar. Waren aus fragwürdigen Quellen. Nichts für dich? Nee, ich guck noch hier in die Koffer, aber ist nichts drin. Da war wohl nichts. Was haben wir hier? Automat für medizinische Vorräte. Wir bitten darum, nicht auf andere Kunden während Ihres Einkaufs einzustechen. Boah, ich dachte, da riecht. Oh, gesamten Schrottlager. Danke. So. Den Rest werde ich jetzt erstmal gucken, was wir verkaufen können, wenn Richie gleich fertig ist. Ich glaube, ich fliege gerade raus, so wie es scheint. Ach, du handelst gerade, das ist schön. Ja. Was hat denn ein Schönes? Machen wir ein bisschen länger. Ja, gleich noch ein Livestream. Deswegen. Ja, ich gucke durch, ne? Aber, ich wollte Mods gucken, wenn da was. Was ist eine Marine gehärtet? Ach, okay, ich bin fertig, danke. Wir bitten Bin aber darum, immer noch nicht auf überladen. andere Ich glaube, Kunden während Ihres Einkaufs die Sache, die ich einzustechen, jetzt eh haben nicht Sie tragen kann, einen schweren Tag des Tötens sollte und ich mal Plünderns wegleben. Zum hinter Beispiel sich. Kettensäge. Keine Das Lust, Sturmgewehr auf alles mit 50. zurückzuschleppen. Das ist Stufe 35. Verkaufen Sie Dann es Kleidung mir. habe ich hier, legendäre Sachen, die ich auch erstmal nicht nehmen kann. Hilfsmittel, Wattepuppe reinlegen. Alkoholische Getränke würde ich da reinschmeißen oder so, damit man das. Ah, na, alkoholische Getränke eigentlich nicht. Nee, schon gut. Die habe ich verkauft. Oh, Tato-Saft habe ich hier noch. Ach ja, ich bin ja rausgeflogen. Oh nein. Deswegen, ich konnte ja gar nicht zu Ende verkaufen. Wird leichter.
Und ich erst. Ja, nicht so stark, aber ja. Total unübersichtlich, die Liste. Ich weiß, das ganze Zeug wiegt eigentlich nichts hier, aber um die Liste übersichtlicher zu machen, schmeiße ich die ganzen Holos jetzt auch hier in die Kiste. Außer vielleicht einen Airdrop behalte ich. Gut. Schießpulver könnte ich auch reinnehmen. Oder? Brauchen wir ja im Moment nicht. Ganz wie du willst, das ist deine Entscheidung. Verbrannte Asche? Wieso drei verbrannte Asche mit einem verbranntes Lifestyle-Magazin? So viele Notizen. Total unübersichtlich, die Liste hier. Und die kann man. Seit wann kann man Notizen ablegen? Ich dachte, das geht gar nicht. Seit wann. Ach so, die muss ich noch lernen, okay. Munition. So viel Munition brauchen wir nicht. Das kann weg, das kann weg. Die können weg, das kann weg. Drei Mini-Atombomben und ich frage mich, warum ich so überladen bin. Ja. Leuchtfackeln, brauchen wir die? Ich nehme nur zwei mit. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja. So, dann verkaufe ich noch schnell ein paar Sachen. Ja, das wird. Es ist gefährlich. Die Folge wird etwas länger. Zu gehen. Es ist gefährlich, in Gruppen zu gehen. Es ist gefährlich. Zwei, drei Minütchen länger. Dort rauszugehen. Also, wo besorgen Sie sich hier Vorräte? Baupler-Mirf-Splittergranate, Baupler-moderne Küchentische. Hast du Haarklammern verkauft zufällig? Nee. Der Verkäufer. Weil der hier zwei Stapeln hat. Zwei Stapel Haarklammern. Sicherheit oder ich hab doch keine Haarklammern verkauft. Der erworbenen Waren. Hey, 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 was ist denn hier mit den Preisen los? Die Baupläne. Das sind aber mal ein ganzes Scheunenset für 330. Ich dachte, das kostet Ende. Über 1000 normalerweise. Aha, nur ein Scherz. Wollen Sie kaufen oder verkaufen? Lagerhausset 440. Wie kommt's? Ich dachte, das wäre alles teurer. Wie viel hat er noch? 64 Kronkorken. Oh nein! Oh, jetzt habe ich es gekauft. Ich wollte das gar nicht Bitte kaufen. Beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Was kauft er eigentlich so an Zeugs? Keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Irgendwas kauft er aber nicht an, aber ich weiß nicht mal was. Holz kauft er nicht, das weiß ich wohl. Große Mengen Holz kauft er aber. $356 von $800, okay. Hey, hast du hier was verkauft? Warum hat er auf einmal so viele Kronkorken wieder? Kriegt er wohl immer nach dem Handel. Also, ja, wo ich mit ihm gehandelt hatte, fertig war, hatte er etwas über 100 noch. Der kriegt wohl immer wieder Nachschub. Oh, ich meine, ich find's gut, aber gerade hatte der jetzt nur noch 64, als ich hier rausgegangen bin. Ja, der hat einen Banktresor irgendwo versteckt. Ja, der macht das so, der macht das so, wie er lustig ist, habe ich auch so den Eindruck. Ja. Glasscherben scheint er auch nicht zu kaufen, aber große Mengen Glasscherben dann wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Hey, ich habe ja richtig gute Sachen hier drin. Oh, und das Beste verkaufe ich jetzt, oder wie? Jetzt hat er keine Kronkorken. Was ist denn hier los? Starren. Ja, jetzt doch wieder. Mich an. Wie wär's, wenn. Soll ich ihn ins Team einladen? Wieso das denn? Statt nur hä? Was? Starren. Soll ich ein Team einladen? Sind wir nicht mehr im Team? Ne, wahrscheinlich, weil du gestorben bist einmal. Ja, hat geklappt. Ja, dann ist ja gut. Kann man sich hier hinsetzen und auf Ritchie warten? Ich setze mich hier hin. Hinsetzen. Ah. So ein langer Marsch. Was verkaufe ich ihm denn jetzt? So, das sollte reichen. Zack. Hinweis an die Gourmets. Menschenfleisch wird hier nicht akzeptiert. Kein Menschenfleisch, will er? Gulfleisch vielleicht? Wow, ist das heute am Ruckeln bei mir. Übrigens, im Überlebensmodus wollte ich noch sagen, ruckelt's überhaupt nicht. Ich bin nicht einmal vom... Haben Sie einen schweren Tag? Ich bin nie vom Surfer geflogen. Es ruckelt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Hier liegt eine Tüte. Keine Lust, alles mit zu schleppen. Verdorbenes Fleisch ist da drin. Ach so, ne, ist nicht von mir. Ich hab mein Verdorbenes in die Kiste gepackt, warum auch immer. Wow, ist das am Ruckeln. Das nervt, wenn man das jetzt gewohnt dann ist. Dann sollten wir auch den Part beenden. Vielleicht. Ja. Hast du deine Sachen repariert? Nö. Das kann ich ja das nächste Mal machen. Oder? Ja. Ja, sollten wir beenden, sagtest du? Ja. Genau, sollten wir beenden. Und uns bedanken fürs Zusehen. Ja, möchtest du abmoderieren? Ja, für eure Kommentare. Daumen hoch an euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.